Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Was nützt die schönste Alarmanlage, wenn sie ausgelöst wird und keiner hört es? Oh, nix, oder? Das heißt also, zu jeder Alarmanlage gehört auch eine vernünftig laute Sirene. Früher hat man so zum Kurbeln welche gehabt, aber das macht natürlich keinen Sinn bei einer elektrischen Alarmanlage. Die Heimalarmanlage von Visotech, hier dieses Teil da, die kann nicht nur per Funksensoren angebunden bekommen, sondern die selbst sendet auch ein Funksignal im Alarmfall aus. Jetzt habe ich hier eine Sirene, kann man gar nicht mehr nennen, aber sie hat nun mal die Funktion einer solchen Sirene und sogar mit Blaulicht und die macht einen Höllenlärm, sobald die Alarmanlage per Funk sagt, fang an. Das kann ich simulieren, indem ich einfach diese Sirene anhebe, denn die hat einen Kontakt, falls sie jemand von der Wand reißt, dann erkennt die das und fängt an zu plärren. Hilft gar nichts, ich muss den Stecker rausziehen, könnte man natürlich sagen. Das ist ja ein tolles Ding, wenn jetzt das Ding auslöst. Und dann kommt der Dieb und sagt, schneiden wir einfach das Anschlusskabel durch und da ist es ruhig. So einfach ist es nicht. Nein, der Herr Visotech, der hat da schön nachgedacht. Wir gucken mal da innen rein. Ich muss ihn mal aufschrauben. So. Und jetzt können wir die auch aufmachen. Also und warum die eben losgegangen ist, das kann ich Ihnen auch gerade zeigen, wo wir gerade dabei sind. Hier, dieser Hebel bedient einen Kontakt, das hören Sie wahrscheinlich auch. Und damit wird die Alarmanlage ausgelöst. Also sobald man sie von der Wand nimmt, fängt sie an. Jetzt kommt wieder hier der Öffnungstrick. Und was ich hier im Studio nicht gemacht habe, weil das geht schon an Körperverletzung, hier unten ist ein Akku eingebaut. Sehen Sie da? Der hält etwa 20 Stunden lang die Alarmanlage in Betrieb, falls der Strom ausgeschaltet wird. Und kann sogar, wenn er angeschlossen ist, was im Normalfall ja so ist, den Krach machen. Das tut weh in den Ohren, muss ich Ihnen sagen. 110 dB ist mächtig viel Krach. Also, wenn Sie wollen, dass man hört, wenn bei Ihnen was Böses passiert, so ein Ding an die Wand nageln und gut ist.